Die Landwirtschaftliche Fachschule Otterbach. Eine moderne Aus- und Weiterbildungsstätte im Herzen des schönen Innviertels. Sie bietet dir eine fundierte Ausbildung zur Führung eines land- bzw. forstwirtschaftlichen Betriebes. Außerdem erlaubt der Besuch dieser Schule in über 90 Berufen eine Lehrzeitanerkennung. Den Schülerinnen und Schülern der Fachschule Otterbach steht sogar ein eigenes Lehr- und Versuchsgut zur Verfügung. Die Schule haben wir ausgesucht, weil es sehr praxisnah ist und weil wir eben so viel lernen. Also für mich bietet sich das Schulkonzept sehr gut an, dass ich, weil ich danach eine super landwirtschaftliche Ausbildung habe. Und bei einem nicht so guten Schulabschluss besteht für mich die Möglichkeit, dass ich eine Lehre noch mache, zum Beispiel Tischler. Würde mich sehr interessieren. Sollte ich einen sehr guten Schulabschluss haben, besteht auch noch die Möglichkeit, dass ich eine höhere landwirtschaftliche Fachschule besuche. Dadurch wird man auch noch 2 Jahre angerechnet und bei der Lehre 1 Jahr. Die Schwerpunkte der Schule sind Milchviehhaltung. Ich habe mir den Schwerpunkt Milchviehhaltung ausgesucht, weil wir selber einen Milchviehbetrieb daheim haben und weil wir in der Praxis den Umgang mit den Tieren lernen. Und wir auch weil einfach der Schwerpunkt in der Landwirtschaft liegt. Also ich habe den Milchschwerpunkt gewählt, weil ich mich sehr für die Rinderhaltung interessiere und ich habe zu Hause auch einen Milchviehbetrieb und da kann man das Gelernte gleich umsetzen. Ackerbau bzw. Mast. Ich habe den Schwerpunkt Ackerbau und Mastgut, weil mich das sehr interessiert und weil ich das daheim brauchen kann. Und weil ich mich einfach gerne mit den Pflanzen beschäftige und ich freue mich dann jetzt mehr auf den Sommer, wenn wir dann einen guten Ertrag kriegen. Und Forstwirtschaft. Ich habe mich für den Forstschwerpunkt entschieden, weil mir das Arbeiten mit dem Holz sehr taugt und im Wald und weil wir in der Schule viel Praxis haben. Zusätzlicher Ansporn ist, dass wir heuer bei den Forstbewerben mitmachen dürfen. Ich habe mich für den Forstschwerpunkt entschieden, weil mich die Forstwirtschaft sehr interessiert und weil wir daheim sehr viel Wald haben. Dennoch interessiert mich auch die Tierhaltung sehr und ich möchte später dann auch Tierarzt werden. Zu jedem Schwerpunkt hat man auch die Möglichkeit, sich zusätzlich für das Modell Land und Wirtschaft zu entscheiden. Ich möchte jetzt 3 Jahre auf Otterbach gehen und danach Lehre als Gärtner machen. Und ich finde das voll super, weil man in der Schule dann voll viel lernt und dann ein Jahr angerechnet kriegt. Durch den Praxisunterricht in Otterbach bin ich mal draufgekommen, dass ich voll gerne mit Holz arbeite und deshalb möchte ich gerne eine Lehre zur Tischlerin machen. Also mir gefällt die Metallpraxis sehr gut, darum möchte ich nach den 3 Jahren Otterbach eine Lehre zum Schluss machen. Viele Freizeitangebote geben dir die Möglichkeit, dich aufzuladen und wieder frische Energie für den Lernstoff zu tanken. Zum täglichen Angebot der Schule gehört auch das Internat, welches Platz für ca. 120 Schülerinnen bzw. Schüler bietet. Ich habe mich für die landwirtschaftliche Schule Otterbach entschieden, weil ich nach der Schule unseren landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen möchte. Und ich bin ein Internat, weil unsere Klassengemeinschaft dadurch gestärkt wird und man einfach viel fürs Leben lernt. Bildung mit Herz, Hirn und Hand. Ja, diese Schule könnte auch dein Sprungbrett ins Leben sein. Die Vielfalt der Ausbildung bietet viel Raum, dich zu entfalten, um so deine Talente leben zu können.